Ja. Ja, ich melde mich auch noch mal kurz. Rainer, wenn du im nächsten Durchgang dann auch mal erzählst, wie hoch du stehst, das würde mich noch interessieren. Da war zwischendrin eine Station, die hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Das war der Komparse in Arnsberg. Ich weiß gar nicht, ob die Verbindung schon geklappt hat. Ich gebe das Mikrofon mal eben zum Komparsen nach Arnsberg. Hau noch mal rein für den Rainer in Eifel. Ja, eine Frage an den Komparsen. Vorname? Alles klar. Uwe, du bist notiert, ne? Für die ewigen Liste dann in der Funkbasis, ne? Ja, und dann Frage an den Rainer ganz kurz. Wie hoch stehst du? Ja, Break ist gehört, ein ganz leises habe ich gehört. Ja, alles klar. Okay, dann müssen wir mal gucken. Also vielleicht besucht uns die Andrea noch, Station Lotte in der Eifel, in Hellenthal. Aber ich lasse vorher das leise Break jetzt mal rein. Vielleicht hat das, die Breakstation auch den Rainer in der Eifel gehört. Wir werden jetzt immer wieder Querverbindungen machen in die Eifel, weil ich weiß, die Leute haben alle Spaß. Sie haben ganz viele Stationen aus dem Ruhrgebiet, die haben total Bock, bis in die Eifel zu kommen. So, die Breakstation, die leise bitte. Ja, du bist gemeint. Die Station, die da leise Break gesagt hat oder QX gesagt hat, hau rein, Robert 62 hier. Ja, kann ich auch Doppeldose Oberhausen und Delta Bravo oder so ähnlich, habe ich auch gehört. Ich fange mal an mit dem Jörg. Doppeldose Oberhausen, schöne Grüße nach Oberhausen. Hallo Jörg. Jo, alles klar, Jörg. Also du warst erst S3 und jetzt S6. Du hast ja irgendwie wohl deinen Regler komplett runtergeregelt. S6, Radio 5 hier in Breckerfeld. Hallo Jörg, du Superschrauber. Ja, sicher. Hast du meinen Schraubendreher noch? Das würde ich auch hoffen, da wäre ich enttäuscht, wenn du den wegschmeißt.
Christoph, grüß dich. War ja nicht mal Enterprise? Ich grüße euch beiden auf jeden Fall verschärft, aber lasst den Robert mal hier weitermachen da. Jawohl, hat mich gefreut, euch kurz gehört zu haben, dass er noch lebt, ist wunderbar, finde ich klasse. Ich höre ja sonst nichts mehr von euch. Okay, dann machst du das mal da. Alles klar, Jörg, ich bin da im Hintergrund. Ich lausche hier noch ein bisschen rein, was da mal so geht, ja? Nehmen mal die Station, die gerade gesagt hat, sagenhaft. Du hattest aber irgendwie HF-Anstrahlung ins Mikrofon. Ja, ich gebe das Mikrofon nochmal an den Rainer in die Eifel mit der Frage, jetzt haben jetzt ein paar Stationen gesprochen, wen hast du hören können? Christoph, ich habe dich notiert, wunderbar, hier ist die NRW-Runde, hier ist Robert 62. Ja, und schöne Verbindung auch, ne? Also das war schon mal ein guter Test, der Rainer, die Eifelsau ist hierbei und der hört im Moment ganz, ganz viele Stationen, auch die im Ruhrgebiet. Deswegen, ich frage mal ganz kurz ins Ruhrgebiet rein, ich frage mal ein paar Städte durch. Wie sieht's aus im Ruhrgebiet, Gelsenkirchen, gibt's da noch eine Station? Ja, wunderbar. Wir gehen mal Städtereisen machen wir mal hier für den Rainer. So, dann Bochum. Hatte ich noch gar nicht so richtig gehört. Gibt es eine Station aus Bochum, die es probieren möchte jetzt zur Eifelsau? Achtung Bochum, gibt es da jemanden? Oh, Bochum ist noch nicht so ganz dabei. So, was haben wir? Bochum, ja, Essen ist immer eine Bank. So, Stationen aus Essen für den Rainer, für die Eifelsau. Hier am Mikrofon ist Robert 62. Aber sicher doch.
Ja, alles klar. Also ich höre zwischendurch, höre ich mal so ein bisschen Murmeln im Hintergrund. Vielleicht dann später probieren wir mal den Roten Baron zu hören zumindest, vielleicht auch mal zu rufen. Aber im Moment höre ich nichts Klares im Hintergrund. Was ich gehört habe, war eine sehr leise QRX-Station. Die sehr leise QRX-Station, bitte. Ja, wunderbar. Oliver, Nordlicht 01, Nordlicht 01 in Sonsbeck. Ja, du machst hier im Prinzip auch ein, ja, fast ein Radio 5. Ja, Oliver, kurze Frage, hast du den Rainer in Eifel auch gehört? Ja, Rainer, bitte. Ja, Oliver, der Rainer kann dich nicht gut hören. Also Radio, such mich mal, sagt er. Oliver, kannst du deine Modulation erhöhen? Wie weit bist du vom Mikrofon entfernt? Also, ja, wie gesagt, das hat jetzt nicht so richtig geklappt mit dem Oliver. Ja, kurze Frage nochmal in die Eifel nach Hellenthal. Andrea, bist du dabei? Nee, ist sie noch nicht. Dann das Break direkt rein, bitte. Jo, Markus, schönen guten Abend nach Wuppertal. Auch mit der Frage, hast du auch den Rainer schon gehört, die Eifelsau? Ja, kurze Rückfrage. Markus in der Wuppertal, hast du einen Rufnamen? Dankeschön. Gecko. Ist notiert. So, die Breakstation, bitte.
danke. Ja, es haben viele Stationen melden sich rein. Ich höre euch auch alle. Müssen wir so ein bisschen hintereinander machen. Hier ist die NRW-Runde, Robert 62 hier. Wir gucken mal. Ich habe zwei Stationen gehört, gerade zwischendrin. Das war CQ sehr leise. Und die andere Station hat gesagt, Achtung, die Frequenz. Ich fange mal mit der leisen Station an. Die Station, die gesagt hat, CQ. Diese Station möge sich bitte mal melden. Hier ist Robert 62. Boah, das ist total schwer. Du hast so eine Wollsockenmodulation. Ich habe eigentlich, also du hast einen S-Wert von 5 hier, aber ich habe dich nicht verstanden. Kannst du nochmal, fang mal mit dem Vornamen an und dann Rufzeichen bitte. Ich kann dich schon hören hier, also jetzt war es auch besser, jetzt war es ein bisschen klarer. Mir fehlen so etwas die Höhen, ne? Sprich mal klar und deutlich, dann geht das schon, ne? Aber langfristig muss man natürlich schon mal sehen, dass du irgendwie mit dem Mikrofon mal was machst. So, Mikrofon zum Christian, mir wurde gesagt, das war ein Christian. Komm nochmal. Christian, Sniper, ja, wir haben uns da letzten Samstag gehört, da hattest du aber irgendwie eine andere Modulation. Weiß nicht, was du gemacht hast, es hat sich verschlechtert. Aber ja, okay. Christian Sniper am Sorpesee ist notiert mit einem S5, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, und einem, ich bin jetzt gemein zu dir, Radio 3. Um dich zu motivieren, kriegst du jetzt ein Radio 3. Alles klar, so, jetzt war wieder ein QX, aber da war vorher jemand, der gesagt hat, Achtung, die Frequenz. Und diese Station bitte möge sich melden, Robert 62 hier. Jo, Delta Lima 02 aus Hagen, ja, 5 und 9, Knallbumm hier bei mir oben in Breckerfeld auf 400 Meter Höhe. Hast du einen Vornamen für mich? Den Mike am Mike, ja, das ist ja super. Ja, Mike, du hast vielleicht mitgekriegt, wir haben die Eifel hier hinten dran hängen. Kurze Frage an den Rainer, hast du Hagen gehört, den Mike? Ja, Gegenprobe, Mike. Also du wirst in der Eifel wirst du so, ja, so gerade eben auf der Grasnahme gehört. Hast du den Rainer die Eifelsau gerade modellieren gehört? Jo, alles klar, ja gut, ne? Ein bisschen höher als die Frequenz, das ist eigentlich nicht ausschlaggebend, aber das sorgt noch dafür, dass du hast so eine dünne Modulation und wird dadurch noch ein bisschen dünner, es fehlen so ein bisschen die Tiefen, ne? Aber ja, sonst alles gut. Ja, wunderbar. So, dann war aber da eine QX-Station, die ich zurückgestellt habe und die nehmen wir jetzt rein, Robert 62 hier in Breckerfeld auf 400 Meter Höhe. X bitte. Okay, QX ist auch gehört, die CQ-Station, du wirst gehört hier in Nordrhein-Westfalen aus dem Weserbergland. Ich habe eine Station gehört im Weserbergland, hier ist Robert 62, hier ist die NRW-Runde. Du wirst hier in Nordrhein-Westfalen gehört. Kurze Bestätigung, hast du uns gehört?
Ja, das klappt jetzt gerade nicht. Ich nehme mal die QRX-Station ran und da hat jemand gesagt, Achtung Robert, ich nehme erst die QRX-Station ran. QRX, bitte. Jo, Fritz aus Wuppertal oder Fritz Box, habe ich nicht verstanden. Komm nochmal, Fritz. Ja, okay. Das heißt, der rote Wurfzeichen ist Fritz Box, ist das richtig? Jo, Fritz Box, so, alles klar. Ist auch ein schöner Skipper, ja, noch nicht gehört, ist ja lustig. Da hast du einen Vornamen für mich? Achtung, Fritz Box, hast du einen Vornamen für mich? Ist das auch Fritz? Ja, richtig, Michael heiße ich. Das ist eine sehr kryptische, also da heißt jetzt nicht Fritz, du heißt Michael. In dem Fritz Box, du heißt Michael, ist das korrekt? Ja, wunderbar. Ja, 5 und 5 machst du hier in Breckerfeld. Ja, und dann hatte ich noch eine zweite Station zurückgestellt, die hat gerufen, Achtung Robert, diese Station bitte. Ja, also ich habe gehört, eine Station 004 aus den Niederlanden. Diese Station möge sich melden. 004 aus den Niederlanden, Robert 62 hört. Ja, hallo Mike. Ja, du bist schon notiert vorhin. Du hast, glaube ich, vorhin mit dem Peter auch schon gefunkt. Machst hier ein Radio 4, S1. Mike, Mikrofon nochmal einmal zu dir. Sag mir eben mal, komme ich gut bei dir an? Ja, wunderbar, klappt gut. Ja, Mike in Lichtenforde mit 2O. Dann probiere ich mal den Rainer zu fragen. Achtung, Rainer, alte Sau, hast du den Mike in Lichtenforde gehört? Okay, das war ein Versuch. Mike, du wirst in der Eifel leider nicht gehört. Jo, alles klar, dann hat das auch nicht geklappt, ne? Ja gut, dann ist das wechselseitig, so ist ja dann auch meist, ne? Ja, wir probieren das dann immer mal, so Querverbindungen zu machen, ne? Alles klar, so, ja, hier ist die NRW-Runde und dann mache ich mal das Mikrofon frei und frage mal die Stationen, die sich schon reingemeldet haben, also die hier bei mir im Logbuch stehen. Gibt es da Verbindungswünsche, Frequenzwechselwünsche, gibt es irgendwelche Wünsche an die Stationen, die sich schon reingemeldet haben bisher? Ob ich die Station in den Niederlanden hören kann, ob die mich hören kann. Ja, okay, das war nochmal Michael, ne? So ist es, jawohl. Achtung, Mike, bist du noch da? Ja, spitz mal die Ohren, der Michael meldet sich jetzt und versucht dich zu erreichen. Michael, bitte. Ja, grüß dich, Mike. Ich kann dich mit 0,5 in Wetter an der Ruhr hören. 0,5 die Signalstärke und ganz leise Radio 2. Ja, muss ich auch machen, Mike. Alles klar, mehr wollte ich aber nicht wissen. Ich danke dir, 73 zu dir. Jo, alles klar, da haben wir das auch vermittelt. X ist auch gehört. Michael, geiles Signal machst du auf dem LSB. Ein kleiner Scherz am Rande. So, die X-Station, bitteschön. Ja, hallo Manfred. Ja, bei dir am Parkplatz stehe ich nicht, dann wäre dein S-Wert höher, ne? Aber du machst hier zwar 9 plus 20, aber wenn du neben mir stehst, wäre es ja 9 plus 40, ne? Nö, aber alles gut. Ja, ich stehe in Breckerfeld. Oben hier Kettelbachstraße.
Jo, alles klar. Ja, heute habe ich mich mal bei dir vor die Haustür gestellt. Ja, es wird kein Dauerzustand, aber ich komme immer wieder gerne, weil das so ein schöner Standort ist. Ne? Auch mit einem herrlichen Blick. Ne? Okay, da waren viele Stationen wieder, die rein wollten. Ich gebe das Mikrofon mal frei. Hier ist die NRW-Runde, Robert 62 in Breckerfeld. Hört mal rein. Ja, da waren zwei Stationen gehört, habe ich dann aber klar den Bergischen Löwen. Bitteschön. Jo, Dirk aus Remscheid. Ja, auch ein schönes Radio 5 und ich meine S9. Ich habe jetzt so schnell, weil ich jetzt, ja, ich schreibe und gucke und mache alles gleichzeitig. Deswegen komm nochmal, dann gucke ich nochmal aufs S-Meter. Ja, QX ist auch gehört. Ja, du machst hier 5 und 8, ne? Also, das ist ganz gut. Kommst hier gut rüber. Aber Remscheid ist, glaube ich, jetzt auch gar nicht allzu weit. Ich weiß gar nicht. Ich würde jetzt gefühlt, würde ich sagen, reden wir über 40 Kilometer vielleicht, ne? Ja, alles klar. Okay, dann die QX-Station, bitte. Ja, Roland im Kölner Norden. Ja, ich hatte dich vorhin schon, da habe ich mich gar nicht reingemeldet, da habt ihr ja auch schon ein bisschen Betrieb gemacht. Da habe ich dich schon auf den Zettel geschrieben. Du wirst dich im Logbuch relativ früh finden. Ja, Romeo Sierra, Kölner Norden, Radio 5, S4 machst du hier in Breckerfeld. Ja, am Mikrofon ist der Robert 62. Robert 62. Und ja, ich habe mir heute mal wieder die Kappe aufgesetzt, ne, nachdem der Peter Fliegenfischer verweigert hat. Ja, aber wir haben hier ein zweites Rotkäppchen und das ist die Eifelsau. Und ihr werdet euch hören. Also Achtung mal, Köln für die Eifel, bitte zuhören. Rainer Eifelsau, hau mal rein für den Roland. Dann probiere ich es mal. Da war eine Station, die sagte, hier ist Delta 1. Die Station bitte, war ganz leise. Achtung, die Station Delta 1. Komm mal rein für den Robert 62. Das ist ganz schwach lesbar. Achtung, die Station Delta 1. Komm noch mal rein. Hier ist die NRW-Runde, hier ist Robert 62. Ja, das ist im Moment für mich noch nicht lesbar, muss ich sagen. Leider klappt leider nicht. Vielleicht probieren wir es später nochmal. Das ist, also ich höre, will ich nur im letzten Rauschen höre ich da irgendwas, aber das klappt noch nicht. Gut, dann Mikrofon wieder frei für die NRW-Runde. Wer möchte nochmal? Ja, Co-Pilot in Hamm 5 und 9. Weiß gar nicht, was du vorhin hattest, aber das klappt gut. Das war auch, was war denn das? Michael auch oder was war der Vorname? Ja, du bist 100 Hertz zu tief. So, jetzt gucke ich mal, wo stehst du denn in der Liste? Ich suche dich mal, Moment.
Ja, ich finde dich irgendwie hier gar nicht im Moment. Doch, ach, du warst der Erste. Ja, du hattest vorhin 5 und 9, hast jetzt auch 5 und 9. Das hat sich bei mir nichts geändert. Ja, also 100 Hertz bei dir, ne? Und ich kann den Clarifier runterdrehen und dann geht das auch, ne? Ja, okay, aber klappt also. Die eine Kiste ist so gut wie die andere. Gut, wenn diese jetzt besser hört, ne, dann ist das doch gut, ne? Wenn du die noch ein bisschen höher ziehen kannst in der Sendefrequenz, dann wäre doch alles super. Okay, so, dann gebe ich das Mikrofon nochmal frei für die NRW-Runde, weil da haben sich vorhin mehrere Schätzungen gleichzeitig gemeldet, aber du hast gewonnen, Co-Pilot. Deswegen Mikrofon frei. Ja, irgendwie, Robert 62 hat einer direkt mich angesprochen. Diese Station bitte. Ich versuche das mal zu ordnen. Da haben jetzt zwei sich unterhalten. Ich weiß nicht, wer es war, denn ich höre, dahinter versucht Odo mich zu erreichen, ist auch gehört. Wer hat da gesagt, ich bin nicht zu leise, zu laut? Wer war das jetzt? Achso, Nils aus Rheinbach. Ja, okay, weil ihr müsst euch mal zu erkennen geben. Also wenn ihr plötzlich anfangt, euch zu unterhalten, ich kriege hier nichts mit. Deswegen Nils aus Rheinbach, schönen guten Abend, Nils. Robert 62, heute in Breckerfeld. Ja, nö, aber jetzt klappt alles gut, Nils aus Rheinbach. Ja, Nils, 5 und, ja, 8 und Keks, also 5 und 9 schreibe ich jetzt auch einfach mal auf. Ja, dann Nils, lausch mal rein, Rheinbach für die Eifel, reine Eifelsau, hörst du den Nils in Rheinbach? Rainer, ich habe eine ganz leise QX gehört, aber eine ganz leise. Hör mal mit rein. Die QX-Station, die ganz leise, bitte. Ja, das war jetzt, das war jetzt nicht leise, sondern das war jetzt S8, aber ist ja egal. Also irgendwas habe ich gehört in Oberhausen, aber konnte ich nicht verstehen, weil es lag nicht ganz auf der Frequenz. Die Station aus Oberhausen, sprich noch mal rein und ich versuche mal dich zu hören. Achtung, die Station aus Oberhausen. Ich konnte nicht verstehen, wer das war. Melde dich nochmal und ich regel dich mal ein. Jo, dann, weg ist es weg. Dann sage ich guten Abend, Udo, nach Essen. Ja, du auch, Udo, ne? 5 und 8 machst du hier in Breckerfeld und ich hoffe, ich leiste Ähnliches. Ja, siehst du, dann hat sich die Mühe doch gelohnt. Ne? Ich hatte so scheiß kalte Finger beim Aufbauen vom GFK-Mast. Der musste ja mal abspannen hier, weil es ordentlich zieht hier. Aber ne, wunderbar. Die ISS habe ich schon gesehen heute Abend, also alles gut.
Ja, aber ich sitze ja hier schön im warmen Auto. Ich habe den Motor jetzt auch mal angemacht, damit ich ein bisschen Heizungsluft kriege, ne? Ja, dann lass mal die QX-Station rein, die sich gerade gemeldet hat, bitte. Ja, dann Robert. Gott, 13 CQ847 oder was das war, wie, wo? 13 Golf Echo 847. Jo, Lars, Mensch, auch lange nicht mehr gehört, ne? Ja, du hast so genuschelt, ich weiß auch nicht, ne? Wahrscheinlich bist du entnervt, ne? Weil du hast ja deine Lieben jetzt den ganzen Tag um dich. Ja, genau. Und du machst genau das gleiche Signal. Der Hermann hatte dich gerade gegrüßt, deswegen Mikrofon zum Hermann. Ja, Sie, Herr Hermann, alles wunderbar, alles gut. Ja, alles ohne Corona. Alles wunderbar. So, ja, also jetzt, ich habe zwischendurch jetzt mal auch, ja, trotzdem nehme ich mal rein. Uwe aus Oberhausen, du wirst hier gehört. Bitte schön, Mikrofon zu dir. Nee, reicht ja, ne? Ich nehme dich mit in das Logbuch ein, alles wunderbar. Ne? Schöne Grüße nach Oberhausen an den Uwe. Und ja, hier ist Robert 62, hier ist die NRW-Runde und so. Mal gucken, wenn wir noch anfangen können. Wir sind relativ früh dran. Offizielle Beginnzeit ist ja 22 Uhr. Ich habe aber schon hier zwei Seiten voll. Also von meinem kleinen Oktavheft, muss ich dazu sagen. Ja, ich höre mal wieder in die Frequenz rein. Welche Station möchte sich in die NRW-Runde reinmelden? So, da waren zwei gleichzeitig wieder. Gewonnen hat der Pirat. QX Pirat, bitte, bitte. Ja, alles klar. Ja, ich versuche auch mal zu hören. Odenwald müsste ich von hier gut hören können. Das tut mir jetzt auch leid. Ich werde die wahrscheinlich dann auch stören, aber da kann ich jetzt auch nichts für, weil hier sind sehr viele Stationen im Ruhrgebiet. Das hat auch in der letzten NRW-Runde war das auch sichtbar. Ich habe mir ja die Mühe gemacht, nach dem Vorbild von Stefan mal so eine Karte zu erstellen, die man in der Funkbasis auch sehen kann. Und da sieht man diese Ballung im Ruhrgebiet, ne? Deswegen, da können wir nichts machen. NRW-Runde läuft auf jeden Fall weiter. Und da war unter dem Michael-Pirat war noch eine Station. Die möge sich nochmal melden. Delta Whisky, schönen guten Abend. Wen habe ich da und wo steckst du? Jo, der Hans Delta Whisky aus Wermelskirchen und du machst auch ein schönes Radio 5 und ich meine ein S5, 5 und 5, irgendwie sowas, oder 5 und 4, irgendwie sowas war das um den Dreh. Ja, komm nochmal, Hans. Ja, 5 und 6 sogar, ne? S6 machst du hier, Standort ist Breckerfeld, 400 Meter hoch, ne? Ja, Hans, gerade erst zugeschaltet oder schon länger zugehört? Ja, okay. Ja, Wermelskirchen habe ich jetzt im Moment nicht so ganz das Gefühl, dass es geht Richtung Köln-Gummersbach, glaube ich. Ist das richtig? Ja, alles klar, wunderbar. Ja, wenn du schon einige Stationen gehört hast, Hans, frage ich dich einfach mal, hast du Verbindungswünsche, möchtest du irgendwen grüßen? Köln war ja auch ein paar Stationen.
Ja, die Achtung, die Kölner, sind die noch da? Oh, die sind schon weg wieder, ne? Der Roland war auch irgendwie da zugange. Naja gut, hätte ja sein können. Ich versuche immer mal auch Querverbindungen zu machen. Und wie gesagt, wenn jemand einen Verbindungswunsch auch hat, möge er sich nochmal melden, dann einfach kurz mich direkt ansprechen mit Robert und dann versuchen wir mal irgendwie was auch möglich zu machen. Gut, dann war aber noch irgendwas, habe ich da gehört. Ich lasse das Mikrofon nochmal frei. Ich würde mal bitten, ich gehe vorbei weiter. Da, jetzt sind sie wach geworden. Romeo Sierra aus dem Kölner Norden, den hatte ich, glaube ich, auch schon auf dem Zettel. Und ich habe hier Andrea gehört in der Eifel. Ja, dann erst Köln und dann nochmal die Andrea aus der Eifel. Ja, Köln, bitte. Der Roland. Okay, dann sage ich mal, hallo Andrea, einen schönen guten Abend auch wieder in die Eifel. Andrea, ich hoffe, du hast nicht auf dem anderen Ohr den Odenwald. Wir haben den Rainer, die Eifelsau haben wir auch auf der Frequenz. Mikrofon zu dir, Andrea. Ja, er hält sich so ein bisschen zurück, ne? Ja, ich weiß nicht, Rainer, Odenwald ist ja noch drauf. Willst du die stören oder nicht? Okay, alles klar, dann danke fürs Mikrofon. Ja, der Manni hat gerade nachgefragt. Ja, dann Andrea, spitz mal die Ohren, weil der Manni gerade gerufen hat. Der Manni hat Geburtstag, der hat heute Vorfahrt. Ne? Mikrofon zum Manfred nach Gelsenkirchen und Andrea spitzt die Ohren in der Eifel, ob sie den Manni hört. Manni, bitte. Jo, ich frag mal vorsichtig, Andrea, hast du irgendwas gehört aus Gelsenkirchen? Alles klar, werde ich ausrichten. Also, Manni, die Andrea hat nichts gehört. Das liegt allerdings auch daran, Manni, das habe ich gehört. Du liegst im Stuhl ganz hinten, hast das Mikrofon irgendwie in 3 Meter Entfernung, auf jeden Fall so lang wie deine Arme sind und sprichst sehr leise. Ne? Das ist wenig hilfreich für eine Verbindung in die Eifel, Manni.
Ja, Funker Vogt, wunderbar. Endlich mal einer, der sich mit dem Rufzeichen reinmeldet, denn das kann man sofort dann hier irgendwie handeln. Ne? Ja, alles klar, Manni, dann schönen Abend hier, schönen Restgeburtstag auch, ne? Und immer schön nah ans Mikrofon geben, ne? So, alles klar, dann hier ist Robert 62, hier ist die NRW-Runde, die fängt nicht erst in 8 Minuten an, die läuft schon seit einer Stunde. Mikrofon zum Funker Vogt. Ja klar, 5 und 9 hier in Breckerfeld, aber du hast so ein bisschen geschrebbelige Modulation, ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, alles klar, also vorhin war es 9, jetzt ist es irgendwie 7, dafür ist es klar, ich weiß nicht, was du da, woran es lag, ist ja egal. Also auf jeden Fall, ich höre dich aus Neheim, sag mir eben nochmal deinen Vornamen. Jo, nur du schreibst dich nicht so. Ja, eben deswegen sage ich das ja, ne? Ja, alles klar, Christian. Also wie gesagt, eine Radio 5 hier kommt dann ganz gut an. Ja, stehst du eigentlich, also sagst du bist zu Hause, bist du relativ hoch in Neheim oder mehr, da will ich neben der, was ist denn das, Ruhe ist das bei euch auch, ne? Ja, CQ ist auch gehört. Ja, nee, dann ich mach gar keinen Versuch. Wenn du da unten in Neheim stehst, da wird nicht viel gehen, ne? Also wenn eine Station dich da hört, gut, ja, Arnsberg wird dich natürlich schon hören, ne? Ja, Christian, auf jeden Fall herzlich willkommen in der NRW-Runde und ich gebe das Mikrofon direkt weiter, da hat eine Station CQ gerufen, bitte. Ja, ist schon lange her, aber ich bin zufrieden. Ja, wobei, also es können immer noch mehr Höhen sein. Jetzt gebe ich doch nochmal an den Christian. Also Christian, sag mal was zur Modulation. Ja, ich meine mehr zur Aussendung der hohen Töne. Christian Funker Vogt. Naja, okay. Also ich kann nur sagen, also Christian Sniper, für mich fehlen nach wie vor ein bisschen die Höhen und das macht es ein bisschen intransparent. Ach so, ja, okay, Alexander, ja, das hatte ich irgendwie gar nicht mitgekriegt, weil die alle so aus der gleichen Ecke kommt. Ja, Alexander Floyd auch in Neheim. Ja, schönen guten Abend, Alexander. Jo, 5 und 5 machst du hier. Ja, Uwe, dann auch dir einen schönen Abend und ja, die Arnsberger können sich beim Uwe mal eine Scheibe abschneiden. Der hat eine schöne Modulation, die richtig auch durchdringt. Ja, jetzt fahrt ihr alle mal zum Uwe hin, also wenn Corona weg ist, fahrt ihr zum Uwe hin und guckt ihm mal über die Schulter, wie er das macht. Ja. Ich habe nur gesagt an die Arnsberger Kollegen, also wenn die Corona vorbei ist, fahrt ihr zum Uwe bitte hin, guckt er mir über die Schulter und guckt euch an, wie er diese Modulation produziert.
Ja, dann müsst ihr das genauso machen und dann klingt ihr auch genauso. Jo, alles klar. Wie gesagt, mach uns mal weiter hier vom Schalter hier. Wir hören uns dann. Ja, wunderbar, ne? Ben, BP5, ich brauche ein bisschen, weil ich jetzt hier schreibe, in Arnsberg, du machst auch ein schönes Radio 5 und ich hatte den René in Kappa auch noch gehört, den nehme ich auch gleich rein, aber erst ein Mikrofon nochmal zum Ben, ja, 5 und ja, also es gibt nichts zu meckern, ne? Ja, schönen guten Abend, René, ne? Kappa in Ense. Ja, 5 und 6 machst du hier, der Ben macht 5 und 7, also wunderbar, ne? Mikrofon nochmal zu dir, René. Jo, man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht. So, ja, ich probiere mal hier, weil wir jetzt so viele Arnsberger haben, ihr seid ja da so ein Funknest, mal eine Verbindung zu machen ins Ruhrgebiet rein. Achtung, ich rufe das Ruhrgebiet. Welche Station im Ruhrgebiet hat einen der Arnsberger Kollegen gehört? Der möge sich bitte mal melden. Ja, dann, also ich glaube, der Jürgen Tangolima, aber auch der Co-Pilot, ja, dein Mikrofon zum Co-Pilot, du hast die Arnsberger gehört. Mikrofon zum Co-Pilot. Naja, ich höre die ganz gut auf, ich bin einfach angenehm, ich habe gesagt, ich höre euch vom Co-Pilot, ja, ich habe hier eine schöne Lifepo auf dem Beifahrersitz, ne, die mir im Moment in meinem Durchgang, ich gucke jetzt gerade mal drauf, 13 Volt macht die genau, also unter Last, liefert die gerade 13 Volt. Und habe hier einen GFK-Mast, an dem eine, also 15 Meter, und an dem hängt eine Gangmaster. Und weil das Ganze tierisch schwabbelt, ist der dreimal abgespannt. Heute habe ich es sehr akribisch gemacht und deswegen steht der auch so gut. Ja, das ist ein President Grand 2 mit 12 Watt. Ja, ein bisschen modifiziert, ne, das Mikrofon, dass die Modulation schöner wird. Ja, was soll ich denn sagen, Mensch? Das ist wunderbar. Danke fürs Lob, ne? Ja, okay, so, jetzt Mikrofon zum Jürgen, Tango 11, wenn ich das richtig gehört habe, in Gelsenkirchen-Resse. Der hat Arnsberg gehört und möchte gerne auch mit Arnsberg funken. Mikrofon zum Jürgen, wen hast du da gehört? Ja, einer der Arnsberger Stationen, meldet sich mal bitte, der Jürgen hat gerade, der Jürgen hört relativ viel von euch. Wie sieht's aus? Ihr Frage nach Arnsberg.
den Kuchendieb gehört. Er will mich ganz schnell melden, weil er hat gerade gerufen. Achtung, der Kuchendieb aus dem Ahrtal. Robert 62, NRW-Runde, wir hören dich. Okay, ja, Robert 62 hier nochmal. Also ich kann dich aufnehmen mit Radio 3 S1. So zwischendurch schwabbeln so ein bisschen Störungen auch nochmal hoch. Ja, du warst letztes Mal auch, ich könnte auch in die Liste vom letzten Mal gucken, aber sag mir nochmal kurz den Vornamen. Jo, alles klar. Ja, ich kann das auch aus der letzten Liste raussuchen. Kuchendieb auf jeden Fall im Ahrtal. Du wirst gehört hier in Breckerfeld bei Hagen. Ja, und ich frage mal so kurz, sind Kölner Stationen drauf? Und ja, ich frage mal die Andrea, frage ich. Die hört den doch. Andrea, mach mal kurz die Paula. Das ist ja erstaunlich, dass also wenn du in der Eifel das Ahrtal nicht hörst, dann glaube ich, ist auch was falsch, oder? Also ich habe gerade auf der 17 die Eifelsau gehört und noch ein paar andere aus dem Raum Thüringen, glaube ich. Und die sind der Meinung, der Baron ist hier auf jeden Fall aktiv. Ja, aber im Moment, wie du ja hörst, wird das wohl nicht gelingen, ne? Ja, jetzt hat gerade noch unten drunter irgendwas Thüringer Wald gerufen. Ja, Thüringen könnte von hier auch gehen, ne? Haben wir schon mal gehabt. Also diese Jungs sind ja auf der Mäusebacher Kuppe zum Beispiel oder auf dem großen Inselsberg. Da habe ich selbst schon von gefunkt. Da geht schon ordentlich was auch nach NRW rein. Ne? Aber ja, wir müssen mal warten, bis es wieder ein bisschen ruhiger wird. Ne? Aber ja, alles gut. Naja, wie gesagt, ich habe das dann nur gerade auf dem anderen Kanal gehört, da war ich überrascht, dass ich da irgendwas von Thüringen höre. Es war nur ganz leise, aber ging, ne? Also ich konnte da noch was hören. Ja, und ich habe dann irgendwie noch den Rainer mit irgendeiner Alpha da quatschen gehört. Naja gut, ist egal, in dem Sinne. Ich lausche noch ein bisschen rein.